Hallo zum fünften Türchen meines Meditations-Adventskalenders. Heute geht es um die Handhaltung. Da wird ja sehr viel teilweise drüber gesprochen. Ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, dass ich diese Art der Handhaltung am angenehmsten finde. Sie erfolgt so, dass die rechte Hand in die linke Hand gelegt wird, wobei das teilweise auch wieder eine Bedeutung hat, aber jetzt für den Einstieg spielt es mal keine Rolle. Man legt die rechte in die linke Hand. Achte dabei darauf, dass ungefähr dieses Gelenk in das andere Gelenk gegenüber zum Liegen kommt, so dass die Hände so ineinander liegen und die Daumen oben sich nur berühren, so dass ungefähr ein Kreis entsteht. Und dann kann man die Hände so mittig auf Höhe des Bauchnabels einfach ablegen. Das ist auch ein Grund, warum ich, ist ja zu sehen, ich habe tatsächlich keine Mönchskutte an, nenne ich es mal. Ich bin kein Mönch, ich bin nur Meditationsleiter. Ich selbst habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich gerade mit dieser Art von Pullis es mir teilweise einfacher machen kann, indem ich die Hände so ein bisschen, den Stoff hier so ein bisschen spanne. Oder auch bei einer solchen Jogginghose ist das manchmal der Fall. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Hände sehr entspannt sozusagen in diese Stofffalte abzulegen und brauche es nicht zu halten. Ansonsten müsste ich immer die Hände etwas hochhalten und das kann bei längeren Meditieren tatsächlich sehr anstrengend sein. Wer immer noch merkt, dass die Hände nach vorne ziehen, der kann selbstverständlich auch die Hände auf die Oberschenkel ablegen. Entweder einfach offen oder das klassische Meditationsmudra dieser Handhaltung, bei der Daumen und Zeigefinger jeweils einen Kreis bilden und das entsprechend angenehm, Ellenbogen am Körper auf den Oberschenkeln ablegen und meditieren. Es gibt dann noch weitere Mudras, Handhaltungen, die man ausprobieren kann, aber das ist tatsächlich etwas für einen Live-Unterricht, wo man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und das wirklich mal ausprobiert. Ansonsten vielleicht einfach mal im Internet recherchieren und ausprobieren, wie sich die einzelnen Handhaltungen für einen selbst anfühlen. Aber jetzt wollen wir wieder 10 Minuten zusammen meditieren und wir sehen uns hoffentlich morgen, wo es dann um den Meditationsplatz selbst geht.